musst du rübergehen. Er stellt ihm, du musst hintergehen. Ihm hintergehen, ihm. So. Das ist jetzt deine Mann. Glaub ich, geh mal ein bisschen in die Mitte. Evangelos Laskos, erster Vorsitzender vom FC Hellas, mit der Verpflichtung von Izet Ismaioglu, wollt ihr Folgendes erreichen? Wir möchten eigentlich also die Mannschaft erstmal natürlich im Leben halten. Wir möchten natürlich sportlichen Erfolg haben. Und für die Zukunft ist noch die Jugendmannschaften auch noch geplant. Soll es nach oben gehen? Soll es nach oben gehen, das ist das Ziel jedes Vereins natürlich, also unseres genauso. Und wir hoffen natürlich, also mit dieser Konstellation kann man das erreichen. Ich denke, Izet Ismaioglu ist der kompetente Mann, den wir jetzt rangeholt haben, der versuchen wird, die jungen Leute wieder aufzurichten. Schnelle Erfolge müssen ran und ich denke, dann müssen wir halt in die andere Richtung wieder steuern, um zu gucken, ja, dass wir natürlich den Klassenerhalt schaffen, um eventuell halt mit Erfolgen vielleicht nach oben zu schielen und eventuell nächstes Jahr irgendwie größer anzugreifen. Und im Auge Gabi, lieber kleben an Gabi, kleben an Gabi, kleben. Jawohl, das ist sehr wichtig. TDB Sport besucht den FC Hellas Berlin. Herzlich willkommen, Izet Ismaioglu. Danke, danke, dass du Zeit genommen hast und heute hier bist. Izet, deine Herrenkarriere begann bei Türkenspor als Assistent in der Landesliga unter Bülent Gündoğlu. Bei Wilmersdorf warst du Assistent von Michael Michels in der Verbandsliga. Bei Hertha 06 unter Muratik hast du die Jungs vor dem Abstieg in die Berlinliga gerettet. Und du hast auch eng zusammengearbeitet beim BRK mit Jens Hertel und Engin Janova. Also Erfahrung pur im Herrenbereich. Warum wird es jetzt ein Kreisliga B-Ligist? Sehr gut. Ich freue mich, dass du mir diese Frage stellst. Es gibt natürlich zwei wichtige Gründe. Der erste Grund ist, dass ich bin seit 2000 Mitglied hier. Alle diese Jahre, wo ich mit den, bei den Herrenmannschaft trainiert habe, habe ich hier bei den Senioren gespielt, jetzt bei der U40. Das heißt, mein Herz war immer für FC Hellas immer da. Egal, wann die mich gebraucht haben, ich war immer da. Das war der erste Grund. Der zweite ist, dass ich habe sehr enge Freunde hier in den Vorstand. Ich bin selber Mitglied in den Vorstand. Und nach letzter Woche, ich habe die Mannschaft vor einer Woche übernommen. Man hat mich gefragt, ob ich die Mannschaft helfen kann. Und ich habe sofort gesagt, ohne lange zu überlegen, ja. Ich habe mit vielen Trainern gesprochen, die mit dir zusammengearbeitet haben. Du giltst als integrativ, als Pädagoge, hast jetzt auch deinen Sportlehrer gemacht. Wie wird dein Ziel hier beim FC Hellas sein? Wo willst du die Mannschaft hinführen? Richtig. Danke, dass du die Frage stellst. Als erstes natürlich, wir müssen sehen, dass wir erstmal die Mannschaft retten. Wir sind momentan Vorletzte. Ich habe die Mannschaft jetzt seit letzten Freitag übernommen. Ich versuche jetzt, die Spieler neu kennenzulernen. Für mich war sehr, sehr wichtig erstmal, wie arbeiten die überhaupt? Weil ich habe gehört und jetzt lerne ich die Spieler noch besser kennen. Ich habe Beamten, ich habe Spieler, die dreimal in der drei Schichten haben. Mhm. Ich habe leider Spieler, die Inhaber sind, Restaurantinhaber und es ist sehr, sehr schwer. Und ich muss sehen, dass ich vorankomme. Jetzt bist du ein ausgewiesener Jugendtrainer, hast langjährig beim BRK gearbeitet, alle Junioren oder fast alle Juniorenteams, auch beim 1. FC Wilmersdorf, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Euer Ziel hier beim FC Hellas wird es auch sein, viele Jugendliche zu holen und auch die Jugendarbeit aufzubauen. Wie wird euch das gelingen? Richtig, also letzte Woche haben wir Gespräche mit der Berliner Fußballverband geführt. Es war sehr toll, dass die Menschen uns diese Möglichkeit gegeben haben. Die haben einen Plan, wie wollen wir überhaupt hier die Jugendarbeit, wie stellen wir uns vor, die sind bereit mit uns zu kooperieren, das finde ich super. Konzepte sind immer schön, Projekte auch, das wissen wir und gerade die Jugend ist der Knackpunkt in Berlin, um eine Mannschaft aufzubauen, die nach oben kommen will. Ist es auch dann der Weg vielleicht über eine erfolgreiche Arbeit im Herrenbereich, Jugendliche zum FC Hellas zu ziehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mit meinem Vorstand gesprochen und wir sehen jetzt momentan die Problematik so, dass wir sehr, sehr weit sind vom Zentrum. Wir wissen, dass die Europäische Schule und die Griechische Schule im Zentrum in Steglitz sind. Ob da vielleicht eine Lösung finden, vielleicht ein bisschen nah ins Zentrum zu kommen. Und natürlich, Ziel ist, mit Kooperation von Berliner Fußballverband, junge Leute, jungen
Kinder erstmal aufmerksam machen in den Schulen und hier bei uns zu bringen. Das wäre unser Ziel. Im Moment viel Theorie, auch in dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben. Ihr steht nicht oben, ihr steht unten. Richtig. Wie sind deine nächsten konkreten Schritte, damit es besser läuft? So, auf jeden Fall, ich habe ein Ziel für die kommenden 4 Wochen. Ich will im Konditionbereich und im taktischen Bereich sehr viel ändern, verändern, weil da sehe ich momentan unsere Schwäche. Ich bin aber in der Meinung, es gibt doch talentierte Spieler und mit denen versuche ich die kommenden 4 Wochen natürlich, wenn sie können, ist wieder die Frage, hart arbeiten, damit wir wenigstens das Team retten, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man das Team rettet und danach sehen wir uns weiter. Jeder Schritt, jeder Tag ist anders. Wir wünschen dem FC Hellas alles Gute für die Zukunft, dir İsmet İsmailoğlu auch natürlich und freuen uns auf die Ergebnisse der kommenden Wochen. Danke. Ja? Danke, ich bedanke mich und zum Schluss, nicht vergessen Frank, ich möchte alle Assistenten, die jahrelang unter meinem Kommando, mit denen die ich gearbeitet habe, ein Albisan, ein Ümit, alle diese Assistenten, die mich jahrelang begleitet haben, ich möchte mich an denen bedanken. Ich bedanke mich auch an meine Ex-Fußballlehrer Mohamed Yassin und danke, dass du Zeit genommen hast und hier. Wir müssen danken, ja? Dankeschön. Bevor du gehst, mein Lieber, ein letztes Dankeschön an das vorige Team. Pablo Septokaridis, ein Ex-Profispieler, hat in der 2. Liga gespielt. Pablo, Dankeschön nochmal. Und an Jorgo Juda, ein sehr guter Freund, über 20 Jahre. Dankeschön.